Erster Redner Werner Greuß, ÖVP. Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verhandeln jetzt eine Umsetzung einer EU-Richtlinie über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken und für die Online-Nutzung im Binnenmarkt. Ziel dieses Gesetzes, dieser EU-Richtlinie, ist die Transparenz innerhalb der Verwertungsgesellschaften. Dies erfolgt durch eine detaillierte Abrechnung für die einzelnen Rechtsinhaber und die Offenlegung der Jahresabschlüsse und Finanzinformationen, unabhängig von ihrer Rechtsform, die auch dementsprechend zu prüfen sind. Transparenz ist das Stichwort bei diesem Gesetz, denn nur so können die Künstler auch sicher sein, dass sie zu ihrem Recht kommen. Es freut mich, dass mir hier heute noch einen Albert Einantrag, der von Kollegen Zingel eingebracht wird, beschließen, wo noch eine detailliertere Aufgliederung dieser Informationen für die Künstler gefordert wird und dem wir gerne zustimmen werden. Für die Künstler ist es klar, muss es klar sein, welche Rechte sie haben, welche Tantiemen sie bekommen. Aber es muss auch für die Nutzer klar sein, welche Gebühren sie zu entrichten haben und dass es nicht zu einer Doppelgebühr kommt, zu einer Doppelzahlung kommt. Dazu haben wir in diesem Gesetz ein Verhandlungsprozedere festgelegt. Danach muss bei den Verhandlungen mit mehreren Verwertungsgesellschaften ein gemeinsamer Ansprechpartner genannt werden, wenn das von den Nutzervereinigungen verlangt wird. Das Gesetz spricht hier von einer zentralen Stelle. Das soll den Nutzerorganisationen, das sind die Fachorganisationen in der Wirtschaftskammer, die Möglichkeit geben, einen wesentlichen Verhandlungspartner haben und dass hier die Verwertungsgesellschaften gemeinsam die Verhandlungen zu führen haben. Das hat natürlich einen sehr praktischen Sinn. Sie müssen, wenn Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel bei Nutzung von einem Werk oft sehr viele unterschiedliche Urhebersachen betroffen werden kann. Nehmen wir zum Beispiel ein Lied oder einen Film. Da gibt es Komponisten, Texter, Autoren, ausführende Künstler, Filmproduzenten und wenn der Film oder das Lied auch im Rundfunk übertragen wird, auch noch Rundfunkunternehmen. Alle, die ich hier genannt habe, haben an den Film oder an den Lied Rechte, Urheberrechte. Und diese Rechte werden von verschiedenen Verwertungsgesellschaften wahrgenommen. Und mit allen Verwertungsgesellschaften ist eine Vereinbarung, also ein Gesamtvertrag, notwendig. In der Regierungsvorlage stand noch die Rede von einem einzigen Gesamtvertrag zwischen Nutzerorganisationen und den verschiedenen Verwertungsgesellschaften. Auf Wunsch der Verwertungsgesellschaften wurde das auf eine Mehrzahl von Gesamtverträgen geändert. Damit kann jede Verwertungsgesellschaft einen eigenen Gesamtvertrag beschließen. Die Verhandlungen werden aber trotzdem gemeinsam innerhalb der zentralen Stelle geführt. Damit kann man hier einen Überblick behalten und man kann sich nicht gegenseitig ausspielen, sondern es muss auch gemeinsam geführt und beendet werden. Mit dieser Regelung wurde ein optimaler Ausgleich geschaffen, indem einerseits den Nutzerorganisationen in effektiver Form eine Verhandlung ermöglicht wird, denn es gibt diese zentrale Stelle. Andererseits das Endergebnis für jede Verwertungsgesellschaft ein eigener Gesamtvertrag da ist, die es hier auf ihre Künstler dementsprechend aufteilen können. Das ist ein ausgewogenes Ergebnis, dass beide Seiten Sicherheit gibt. Die Verhandlungen können ergebnisorientiert durchgeführt werden und auch in einem überschaubaren Zeitraum. Damit ist Sicherheit gegeben für den Nutzer und für den Künstler. Und das soll dieses Gesetz bringen. Ich bedanke mich bei den Verhandlern für diese oft sehr langwierigen Verhandlungen, die aber zu einem ergebnisorientierten Lösungsansatz gekommen sind, mit der alle Beteiligten meines Erachtens noch sehr gut leben können. Dankeschön. Mit dem vorliegenden Gesetz wäre es möglich, dass jede Verwertungsgesellschaft mit den Nutzerorganisationen von Musik- oder Filmtiteln Verträge abschließe und so Geld aus Online-Diensten für die Künstler einnehme, betont Werner Greuß von der ÖVP.